Nichts wie weg. Das muss ich mir nochmal angucken. Was war das jetzt? Bilder. Okay, da fährt irgendjemand weg und meinte die Bösen da. Ja, das Kind, ne? Das Kind war halt irgendwie boosted. Okay, also nochmal, noch ein drittes Mal. Jetzt mal ganz, ganz kurz. Also, wer ist das? Da fährt jemand auf jeden Fall weg und einer, ein dunkelfarbiger Mann und ein Typ mit der Knarre. Exakt. So. Hier können wir jetzt mal da drüben rein. Da ist halt eine Tür offen, aber wir können da nicht rein. Ja, das Tattoo sieht schon mega nice aus. Ganz ehrlich sagen. Der sieht sehr schön aus. So. Jetzt checken wir mal die Ausrüstung. Sind das Sachen, die noch passieren oder die passiert sind? Das sind Sachen, die noch passieren können. Hm, was haben wir denn da? Okay, sie sagt einfach nichts. Auf Ex. Hm. Ich finde ein Buch gut. Hab ein Einband, hab ein Front. Wir gehen wieder hin. So, einfach mal in Sache gestöbert. Ist ja mein Schiff, ne? Also von daher, Leute. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm. Hi. Hey. Alles okay? Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich finde ihn ganz sympathisch. Forschend, besorgt. Forschend, genau. Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte. Und Theorien. Der liest halt immer noch. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Skeptisch. Wie hast du das rausgekriegt? Interessierst dich für Geschichte? Ja, komm, beeindruckt. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Und ich habe sie. Ich hoffe, sie haben Respekt. Passiert. Ja. Mit alten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg kannst du echt diese Wracks finden? Ja, als sie nach den Wracks tauchten, war mir klar, dass ich ihnen helfen kann. Ich weiß viel über Flugrouten und Frachtrouten. Und das kann man kombinieren. Alex und Julia sind schon sehr oft getaucht, aber das hier, das Flugzeug ist echt der Hammer. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was war denn jetzt? Hat sie einen Rülpser unterdrückt oder was? Schnappatmung gekriegt. Instant. So. Gucken wir mal, was wir machen, wenn wir diesen. So. Ich muss weg. Gültig bis 31.12. Da steht halt legit kein Jahr. Wir wissen ja überhaupt nicht, in welchem Jahr wir uns befinden. Der auf der Rückseite angegebenes Ausbilder ist berechtigt. Kurse der Bezeichnung. Oh. Driving Instructor. Was soll das? Okay. Da ist der Hinweis. Steht in dem Wetterding kein Jahr. Aha. Das wäre eine Möglichkeit, ehrlich gesagt. Aber anscheinend ist das was wollen Sie? Wirklich gefaked. Sieht aus wie ein Fischerbus. Unbehaglich, das ist. Nicht die Küstenwache. Sieht aus wie ein Fischerbus. Also die Küstenwache ist es halt wirklich nicht. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Zuversichtlich, sei still und lass mich das regeln. Noch, genau. Einfach mal. Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Er hat auch aus dem Boot geziert, das ist richtig, Mo. Ah, besorgt. Ja. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Okay, es ist halt, die haben das Ding halt gerammt. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du? Würden 10 Mäuse reichen? Boah, mein Fehler. Alter. Sagen wir 20.
Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Alter. Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Was ist sein Scheißproblem, ey? Was ist sein fucking Problem? Einfach mal Leute, die ihr nicht kennt, anzupissen. Man sollte den Typen mit Glasaugen und schlechter Laune nicht provozieren. Nee, der sah halt jetzt nicht so nett aus. Okay. Back to the Biz. Ab ins Wrack. Oh Gott, da schwimmen halt Leichen drin. Oh, Leute. Oh, shit. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Ist das jetzt bei euch auch so, oder ist das eine nur Luke bei mir in da dem Aufnahmeding? I hope. Weil, also hier ist es flüssig. Oh! Alter, das war so close. Hey, Vorsicht! Kann Alter, das war sein. So close. Ladies first. Okay, es sieht halt ultra hackig auf dem Stream-Ding aus. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft! Ist doch unglaublich! Ein Traum wird wahr! Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los! Nee, ich würde gerne nochmal zurückgehen. Das würde ich mir gerne. Ah, das ist wieder ein Bild. Okay, ihr scheint schlecht. Das war jetzt eindeutig das Mädel. Das war jetzt eindeutig, wie heißt sie? Einen Moment. Julia. Auf dem Bild. Und ihr schien es nicht gut zu gehen. Also sie fühlte sich irgendwie nicht gut. Okay, jetzt geht's hier hoch. Ich würde gerne nach oben, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. Komme ich nach oben. Und die hat kein Sauerstoffding an, oder? Sie war wieder oben. Mo, kannst du mir mal kurz ein Feedback geben, ob das wirklich nur bei mir ruckelt oder ob das wirklich so, also weil eben im Stream beziehungsweise oben auf dem Bildschirm, auf der Bildschirmaufnahme sah es ein bisschen ruckelig aus. Bei größeren Aufnahmen. Okay, ich will jetzt da hoch. Wie komme ich da hoch? Vereinzelt ganz leichtes Ruckeln, okay. Ja, ganz leicht ist ja auch nur. Aber nicht wirklich schlimm, okay. Ah, hier. Oh, fuck off. Julia, das Bild? Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Geh da nicht rein. Flapsig besorgt. Nein, wir gehen da rein. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Jolo. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Ist so. Real talk. Okay. Beziehung aktualisiert. Okay, fein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Yes! Oh no. Okay, Gott sei Dank, ich halte das Ding wieder auf. Hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ja, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß, was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. So, wir haben das Bild.
Oh ne, das ist kacke. Durchsuchtes Gebiet 1 sauber, durchsuchtes Gebiet 2 sauber. Ja. Okay. Das war ein Rettungsflugzeug. Von einer US-Basis. Ja, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn er sich halt hier als Mann so übelst aufspielt. Das ist jetzt eher so mein Problem. Also bei mir ruckelt es halt auf dem Bild massiv, aber bei euch im Stream jetzt gar nicht, oder was, ja? Ist halt wirklich, jetzt leckt's gerade hart. Das ist ein Aufklärungsflugzeug, aber das war eine Rettungsaktion anscheinend. Das war eine Rettungsmission. Ja, doch ein bisschen, okay. Oh, was ist das? Okay, ich kann hier was rausnehmen. Das ist eine Patrone. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Ich glaube, das Ding wurde beschossen. Mal draufbeißen, dann Werbung für Dr. Best machen, ne? Easy, ey. Mein Gott! Das ist aber echt cool gemacht da unten, auf jeden Fall. Oh, ich will's nicht anfassen! To be honest. Oh. Er hält was fest? Boah, das ist seins! Ich will das nicht anfassen, ohne Witz. Ich will's halt wirklich legit nicht anfassen. Aber irgendwie doch... Okay, das sind zwei Bilder. Das scheint seine Frau zu sein. Oder sind das Geschwister? I don't know. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Okay, jetzt kommt das Bundesland. Alles klar, das ist anscheinend zeitversetzt. Wir müssen hier raus, jetzt! Kein Interesse an uns. Komm schon. Immer schön auf die Nase hauen. Komm her, du Hai! Kriegst eine! Ja, okay, warte. Komm. Oh, okay. Kurs aktualisiert. Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Hast du ein hartes Problem? Oh, hast wohl ein hartes Problem, hä? Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Amüsiert, Paranoid, im Ernst, was ist los? Mann, Alex. Du bist ja schlimmer dran als das Flugzeug, das da gerade über uns zusammengefallen ist. Etwas Mitleid, okay? Komm schon, wir müssen jetzt echt nach oben. Okay, krass. Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Hey! Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte! Die Dekompression! Irgendwie glaube ich, wir haben hier gerade irgendwas verkackt. Ja, mein Bruder ist da oben. Ja, die Kompression ist schon wichtig. Stimmt, ja. Die Dekompression. Oh shit. Widerwillig. Wir bleiben. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los.
Okay, das war aber jetzt, glaube ich, ein Impact-Erlebnis. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Ach, die haben den Grill angezündet. Und Geld ins Wasser geschmissen. Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Ja. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Nee. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Klingt überhaupt nicht geschauspielert. Krass, weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich wirklich glaube? Der wollte den Heiratsantrag machen. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Ja, ich finde schon, der ist arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ja, es ist. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Krass. Nice. Wir haben richtig gute Sachen entschieden, anscheinend. Chronisch am Stuhl sitzende ist auf jeden Fall voll auf unserer Seite. So, ganz kurz Pause. Bis zum nächsten Mal.